Trecker Infoshow mit Valentin Mutrasil jeden Dienstag um 20 Uhr. Heute zu Gast Tekut Eli bzw. Eli. Sein Blog lautet: Hallo Eli, kannst du den mal nennen? Ja, sicher und danke Valentin. Also mein Blog lautet tekuteli.wordpress.com. tekuteli.wordpress.com, das schreibe ich dann auch noch im Video rein unter deinen Namen. Und wir besprechen heute die Erfindung des Wortes Gott und der Ein-Gott-Glaube. Die Fotos oder beziehungsweise die Grafiken, die zu besprechen sind, die werde ich auf krecker.info/sites/gott sind dort aufzurufen. Ich wiederhole, ruf die mal auf, die Seite krecker.info/sites/gott. Ich kopiere es auch mal bei euch in den Zuhörern rein. So, okay. So, Eli, wie war dein Tag? Erzähl doch mal. Und um was geht's in deinem Blog? Also mein Tag, der war eigentlich ganz super. Doch, schönes Wetter heute. Heute Morgen dachte man, man erfriert. Und dann mittags 20. Was ich tue, ist eigentlich relativ leicht erzählt. Ich versuche in meinem Blog rauszufinden rauszufinden, ob denn die Theorie, die mal jemand in den Raum gestellt hat, dass wir eine Sprache hatten, ob die nicht vielleicht doch Althochdeutsch gewesen ist. Und darum gibt es den Blog, darum gibt es mich. Und ich versuche halt in diesen vielen Artikeln, die ich dort schreibe, Leute zum Nachdenken anzuregen, zum selber nachforschen, vielleicht kommt der ein oder andere auch mal wieder dazu, ein Buch zu lesen, was er schon seit langer Zeit mal vorgehabt hatte, oder auch einen Artikel zu lesen. Und ja, das ist so eigentlich im Wesentlichen das, was ich tue. Okay. So, jetzt mal die Frage an die Zuhörer. Habt ihr die Seite bereits aufgerufen? krecker.info/sites/gott. Ich würde sagen, wir besprechen jetzt gleich mal die Teufelsbrücke und meine Herleitung, wie das Wort Gott entstanden ist. So, Eli, du bist ja auch überzeugt davon, dass Deutsch eines der Ursprachen ist. Daraus hat sich ja auch Englisch entwickelt, nicht wahr? Jein, also Englisch ist oder Englisch ist eher der sächsische Dialekt des Althochdeutschen. Ursprünglich kommt dieser Dialekt aus dem heutigen Niedersachsen. Ich meine, König Albert oder Alfred oder was ist da irgendwann im 6500 oder so, ist der da nach England ausgewandert und hat diese Sprache halt mitgenommen. Und in groben, ganz groben Zügen kann man im Altenglischen noch den Kern der altdeutschen Sprache erkennen, ja. Also man kann dann auch das Wort Gott, um das es ja hier heute geht, kann man dort noch erkennen, unter COT geschrieben, unter Code geschrieben, Gurt, also gut, weil Gott ist ja eigentlich auch das Wort für gut, ne? Und ja. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal auf die Bilder. So, im ersten Bild sehen wir, also das erste Bild hat keine Nummerierung, und dem zweiten Bild, das braucht ihr nicht anklicken, seht ihr den Bau der Teufelsbrücke. Das heißt, es gab zu dem Zeitpunkt, das war um 1200 rum, gab es schon das Wort Teufel. Das dritte Bild beinhaltet auch die moderne Variante der Teufelsbrücke. Mit jeweils drei Bögen. Merkt euch mal, die drei Bögen stehen für den Dreizack. Das vierte Bild bitte ich nun aufzurufen und zu vergrößern, nochmal mit dem Plus drauf. Da seht ihr jetzt den Teufel mit dem Gesteinsbrocken auf dem Rücken. Das war die Sage, dass praktisch ein Ziegenbock
rübergeschickt wurde über diese Brücke und der Teufel war dann so sauer und wollte mit dem Steinsbrocken die Brücke kaputt hauen wieder. Worauf ich hinaus will, ist die dualistische Weltanschauung von Teufel und Gott. Also wir haben hier schon mal in der Sage von um 1200 herum den Teufel in den Sagen drin. Dass es heute noch aktuell gilt, zeigt das Bild 4b, wo der Teufel nochmal abgebildet ist mit dem Dreizack. So, und jetzt kommen wir zu dem Wort Gott. Da haben wir das Bild 5 und das ist jetzt meine Behauptung. Der Sankt Gotthard wurde benannt nach dem heiligen Gottardo. Auf dem Bild Nummer 5 seht ihr Traforo del Gottardo, also den Transport von dem heiligen Gottardo. Das Wort Gott wurde auch laut Wikipedia unter dem vierten Link ganz unten auf der Seite KK-Info Sites Gott. Das Wort Gott wäre auch indogermanischen Ursprunges. Der Wortstamm von Gott ist sehr alt. Nur im germanischen Sprachgebrauch anzutreffen und außerhalb unbekannt. Das heißt, das Wort Gott oder auch God auf Englisch hat dann durch Zentraleuropa seine Verbreitung gefunden und die Legende von Gott und Teufel nahm seinen Weg. Es gibt jetzt noch zig, das ist natürlich erstmal nur eine Vermutung. Also, aber ich kann das aufgrund dieses Wikipedia-Eintrages sehr gut nachvollziehen, dass das Wort Gott vom deutschen Sprachraum kommt oder auch das Wort God im Englischen daraus, also über Deutschland, Schweiz, Deutschland, England, dann in die USA und in alle Welt das Wort Gott praktisch Einzug gehalten hat. Tekut Eli, also Eli, glaubst du selber an Gott oder glaubst du diesen einen Gott-Glauben? Ich habe vor langer, langer Zeit aufgehört, an irgendeinen Gott zu glauben. Ich glaube eigentlich in erster Linie nur an mich und an das, was ich selber tue. Aus meiner Überzeugung heraus entscheide ich, ob ich nach links oder nach rechts gehe oder stehen bleibe und nicht irgendein Gott. Vielleicht lässt er mich das auch glauben, aber das ist mir relativ egal. An was glaube ich? An einen Gott, kann ich so nicht glauben, weil bei dem ganzen Elend, was wir auf der Welt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Gott sich das anguckt und zuschaut und Spaß daran haben kann. Also ich finde eher, wir sind eine gottlose Menschheit und ja, es ist eher so das, was ich denke. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu der Behauptung von mir aufgrund der Postkarte Nummer 4, das ist die Grafik Nummer 4, wird dieses Teufel-Gott Weltbild praktisch damals schon verbreitet. Also die Sage vom Teufel, dann hast du den Gotthard, ne? Und dieses Weltbild, dieses dualistische Weltbild von einem personifizierten Gott und einem personifizierten Teufel ist von Napoleon aus auch bis nach Russland getragen worden und die Russen, die haben dann, weil sie dieses Weltbild anerkennen, auf der Grafik Nummer 6 nochmal verdeutlicht. Also auf der Grafik Nummer 6, Moment,
muss ich dazu erklären. Hatte ich gerade im Moment. Finde ich jetzt gerade leider nicht. Aber die Besonderheit an diesem Denkmal von den Russen ist, dass da zwei Schwerter zu sehen sind mit der gespaltenen Zunge, eine Banderole, die das Geschlecht der Schlange verwendet, um sich die Bruderschaft der Schlange, um sich gegenseitig praktisch erkennen zu können. Das heißt, wir haben hier die Besonderheit, dass die Russen eine Statue, also Grafik 6, zur Beendigung der Napoleonischen Kriege um 1799 steht hier aufgerichtet haben, dass sie zur Weltverschwörung dazugehören. Ja, würde ja passen mit dem Jahre 1800, ne, wo alles so angefangen wurde zu planen, ne? Ja. Also, und über die Schweiz ist dann dieses Weltbild über die ganze Welt geschwappt mit Teufel und Gott. Jetzt habe ich das Bild Nummer 8 noch mit reingenommen. Was ich noch dazu erläutern wollte, war, dass diese Verschwörung, welche immer die Ziffer 3 auch oder den Buchstaben C gerne hervorhebt, darauf hinausläuft, dass es einen König der Welt geben soll, auch bekannt als das Tier aus der Offenbarung, der Rex Mundi. Und im Bild Nummer 8, man sieht eine Grafik jetzt hier von Odin ganz oben auf der Edda von 16, bemerkenswerterweise von 1666. Und dieser Odin hat ja auch immer nur ein Auge. Und das ist auch ein Geheimzeichen dieser weltweiten Verschwörung, dass man praktisch sein rechtes Auge abdeckt in Bezug auf den Tier, auf das Tier der Offenbarung, auf den König der Welt. Eine weltweite Verschwörung, die auch die Edda mit einbezieht. Warum? Weil auch die Edda einen Gott wie Odin über alle anderen Menschen stellt. Und ein Gott würde heißen, dass ein Gott herrscht, würde heißen, dass auch ein Mensch über andere König sein kann. Das ist dieser Ein-Gott-Glaube, der bewirkt, dass die Monarchen schon immer ihre Macht und ihre Kraft abgeleitet haben, von Gott über andere zu herrschen. Und es wurde schon 1666 in der Edda von dem Verfasser so dargestellt, mit dem einen Auge. Und sobald Gott in die Schrift kommt, ist es praktisch schon verfälscht. Deswegen ist es auch eine Täuschung. Auch die Edda ist eine Täuschung. Ja, wir haben dann den uralten Glauben auf der Grafik Nummer 9, Wotans Volk. Eli, was weißt du von Odin, Wotan oder unter unserer Midgard-Schlange? Weißt du da irgendwas drüber? Begrenzt. Also ich weiß, dass Wotan wohl der oberste Gott sein soll. Odin ist dann wohl sein Stellvertreter, sage ich jetzt mal. Und die restlichen, wie ich jetzt hier sehe, mit Asgard, oder das restliche, was ich jetzt sehe, Asgard, das ist halt das Weltbild, was man in der Frühzeit hatte. So stellte man sich halt die Welt vor.
Und ich denke mal, das war der aufkeimenden katholischen Kirche dann ein Dorn im Auge. Da man ja Macht ausüben wollte, wollte man halt diesen Ein-Gott-Glauben, diesen Glauben vernichten oder zumindest umwandeln in den Glauben der katholischen Kirche mit einem Gott und einem Sohn und einem Heiligen Geist und so weiter. Aber ich denke mal, wenn ich das jetzt so spontan sehe, viele Ansätze findest du auch in der jetzigen katholischen christlichen Lehre. Nur, dass es halt anders da heißt, meiner Meinung nach. Naja, die katholische Kirche hat Satan oder auch Luzifer. Die Bezeichnung ist zwar anders, aber Luzifer ist der gefallene Morgenstern für die einen. Für die anderen ist Satan der gefallene Engel. Kurzum, sie haben ihren Teufel selbst geschaffen. Mit Satan und Luzifer und haben auch wieder dieses dualistische Weltbild von Gut und Böse. Wobei ja Teufel auf das altdeutsche T überall, also das Übel, zurückgeht. Da ist dann halt aus Flexion in der Sprache ist dann Teufel, also T überall, T überall, T-I-U-B-A-L ist das ursprüngliche Wort. Und der Satan ist eigentlich ein Scheitern, ein Scheiter zwischen Gut und Böse. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, zu den Anfängen des Judentums und des Christentums, da gab es einen Satan, einen Scheitern, der das Gute vom Bösen getrennt hat. Die einen nannten sich dann Juden, das waren wir, und die anderen nannten sich Juten, ohne das D vorne dran. Und da kommt dann dieses Satan bzw. Scheitern her. Und dieser Teubal oder Teufel ist, ja, wenn man jetzt in die Bibel geht, wie steht's ganz am Anfang, am Anfang heißt es ja kein Übel. Also kein Mord, kann man eigentlich so mit sagen, war am Anfang dieser Zeit. Kein Übel war auf dieser Welt, bis dann irgendeiner kam und hat das erste Übel verbrochen. Ah ja. Naja, den Informationen, die ich gesammelt habe, ist der Teufel mit dem Antichrist der eigentliche Schöpfer. Und den Gott in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt die Götter, die Asen, die Erleuchteten und die ewige Menschheit. Und die Verantwortung trifft den Teufel in dieser Welt, die die Hölle ist. Aber gut, das ist Ansichtssache, ist eine Glaubensfrage. Ich wäre damals verbrannt worden für diese Aussage, ne? Nicht nur du. Wenn ich behauptet hätte, dass es keinen Gott gäbe oder dass, ich habe jetzt zum Beispiel mal als Spaß, habe ich jetzt mal ein althochdeutsches Wörterbuch hochgeladen im Hintergrund, allein das Wort Gote, der Gote, da steckt das Wort Gut drinnen. Und aus dem Wort Got kann man auch das Wort Gott ableiten. Also es sind logischerweise die Goten, die Guten, die Götter. Und es gibt, ich habe es jetzt nicht gezählt, wie viel Gottdinge da drin steht, aber es gibt einen Himmelgott, einen Irmingott, also das ist alles Bezeichnung für Gott. Und Gott ist ja was Gutes und daran glaubten wahrscheinlich diese frühen Menschen, bis dann irgendwann er sagte, nee, es muss aber auch was Böses geben, weil es kann ja nicht nur Gutes geben. Und dann erfand man halt meiner Meinung nach den Teufel und ich glaube, für die Aussage wäre ich nicht nur auf dem Scheiterhaufen gelandet, man hätte wahrscheinlich noch meine Knochen, weiß nicht. Ja, zum Glück haben wir Glaubensfreiheit. Ich wollte jetzt mit dir nochmal zurückgehen auf die Grafik Nummer 9. Und da wollte ich dir verdeutlichen, was für ein Erziehungssystem hinter dieser Grafik steckt. Da steht drüber Wotans Volk. Und dieser Vogel also ist, der seine schützenden Flügel ausbreitet, schwarz-weiß. Ja? Und es heißt Gut-Böse. Wenn du dann die Yggdrasil World Tree, die Midgard-Schlange anschaust, die ist auch schwarz-weiß. Und da unten ist so ein Drache, der ist auch schwarz und weiß. Ja? Mhm. Gut und Böse. Alles ist gut und böse in dieser Welt. Von oben
bis unten. Und dann habe ich gefragt, das ist eine, so eine Art, das war mal eine, wie einem das beigebracht wird, ja. Dann, wenn einer fragt, ja, gibt es denn nichts ausschließlich Gutes, dann verweist man rechts oben auf diesen weißen Typen und der schmeißt eben die weißen Brocken da unten irgendwo hin in dieses Meer auf den Drachen da unten und versucht den zu bekämpfen, ja. Aber er schmeißt die Heiligen praktisch, die nur gut sind, die landen ganz unten in der Hölle, wird einem dann gesagt, okay? Dass man praktisch immer gut böse denkt. So, wer ist jetzt Ursprung dieser Glaubenserziehungsmaßnahme? Du siehst jetzt da Midgard, über Midgard einen Berg, ja? Ja. Dieses allsehende Auge, das ist auch immer eine Pyramide. Das ist immer die Darstellung einer Hierarchie und die Weltverschwörung besteht darin, einen Menschen in Stellvertretung für alle Menschen dieser Welt einmal in der Menschheitsgeschichte an die Spitze der Hierarchie zu stellen. Und das soll dann eben sein wie der Antichrist. Ja, der Antichrist. Die Urheber geben sich links oben in der Ecke zu erkennen. Da siehst du die S-S-Runen. Ja, oben in der Ecke, ja, ganz schwach. Das bezieht sich auf das Geschlecht der Schlange. Dieses SS damals auch im Dritten Reiche. Und man hat zur Verdeutlichung nochmal ein kleines Dreieck hingemacht und es zeigt wohin. Und ich sag dir, wohin das zeigt. Und zwar auf diesen Mond. Siehst du den Mond? Ja, der Tare. Ja, dieser Mond heißt Kontrolle der Zeit. Das ist ein Geheimsymbol für die Kontrolle der Zeit. Du kennst den Baphomet, oder? Ja. Da redet fast kein Mensch drüber, dass da die Kontrolle der Zeit mit drin ist. Das heißt, wir werden verwaltet von Göttern oder von Illuminati, von Erleuchteten, welche die Zeit kontrollieren können. Wie die Zeit zu kontrollieren geht, habe ich selbst schon erlebt. Also es ist wirklich möglich, sie partiell zu ändern. Und es existiert eine ewige Menschheit, die haben den Tod überwunden und holen sich aus unserer Dimension, aus unserem Erdenball praktisch dann nur noch geläuterte Seelen oder Wesen oder Menschen ab, die halt schon ein bisschen geschulter sind oder die halt schon den Tod überwinden dürfen. Dazu möchte ich verweisen auf die Grafik Nummer 13. Ja, habe ich. Ja, das siehst du jetzt ganz oben auf der Pyramide, die da wie ein Misthaufen dargestellt wird. Zwei Leute mit dem Netz. In diesem Netz befindet sich eine Seele und die gefangene Seele geht in die Sonne, das allsehende Auge, in die Pyramidenspitze praktisch ein. Ja. Alle, wirklich alle, da unterhalb dieses Misthaufens, sage ich mal, sind gefangen durch Geld, ein Netz aus Glaube und Hierarchie. Der Einzige, der es erkennt, ist der Bettler und der kleine Junge links unten. Die sitzen ein bisschen abseits, ne? Ja. Und die werden geblendet von einem, der ein Spiegel oder ein Kopfkino bei ihm verursacht, damit er nicht zur vollen Entfaltung seines Wissens kommt. Das ist ein Mitarbeiter dieser Pyramide. Und das war, von wann ist dieser Kupferstich? Das kann ich jetzt dir gar nicht sagen.
auf jeden Fall, der zweite ist der Pfarrer, der aus der Kirche rausschaut und stiert in diese Pyramide rein. Siehst du das? Ja. Und er macht da ein Loch rein. Der will diese Hierarchie kaputt machen und er wurde schon entdeckt von dem Mann mit dem Hut. Und wird schon begutachtet und wird schon angegangen. Demnächst. Naja, es wäre ja fatal, so eine Hierarchie einzureißen. Da hätte man ja keine Macht mehr, ne? Ja, wer ist jetzt da nach dem Künstler ganz oben drauf? Das ist ein Mönch mit einem Buch und ein Adeliger. Also der Klerus und der Adel. Das ist die alte Weltordnung, wo die geistige Welt kontrolliert wird durch die Kirche, die katholische Kirche oder wie auch immer. Welche Kirche auch immer, sage ich mal, kontrolliert das Geistige und die staatliche Geschichte hat der Adel gemacht. Heutzutage machen es die BRD-Verwaltung und so weiter und so fort. Ne? Naja, und wer verwaltet das alles als einzigster? Der Papst. Spontane Idee jetzt. Ja, der Papst braucht aber immer ein weltliches Pendant. Der braucht immer die ausführende Macht, die USA zum Beispiel heutzutage, die überall in die Länder zum Beispiel einreitet und dann dort das demokratische System wiederum installiert. Dass wir alle zentralisiert werden. Na? Ja, was hast du schon gehört von der Weltverschwörung? Gehört ist gut. Gelesen, sage ich mal. Man liest ja vieles in einigen Foren, in einigen Foren und in Kontakten und Konfis und es ist, also ich glaube auch schon daran, dass man, also das oberhalb Rothschilds, meiner Meinung nach sind das nur Befehlsempfänger. Und was oben drüber steht, kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht, ob da. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, ob da vielleicht jetzt Aliens oder sonst was oben drüber stehen, die uns beherrschen. Vielleicht noch ein Wort zur ewigen Menschheit. Adam und Eva, das heißt ja ewiger Mensch, Adam. Das ist der ewige Mensch oder die ewige Menschheit, die man geschaffen hat nach irgendeiner Katastrophe danach. Und die kann man anscheinend beherrschen. Vielleicht konnte man die Generationen davor nicht beherrschen, weil die sich halt nicht beherrschen lassen wollten oder weil sie vielleicht die Technik hatten oder weil sie nicht an das Glauben geglaubt haben, was man ihnen aufdoktroyiert hatte, wie das ja in der heutigen Welt der Fall ist. Weltherrschaft. Also wenn ich mir manche Sachen anschaue, was so abgeht auf der Welt, was irrsinnige Dinge getan werden, Klimawandel und Erfindungen, und da fragt man sich dann schon, da muss doch jemand im Hintergrund stehen, der das Ganze steuert, oder es müssen doch Gruppen im Hintergrund stehen, die das steuern, planen oder geplant haben. Und also ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass man seit dem Jahre 1800 alles, aber auch alles bis zum heutigen Zeitpunkt geplant hat. Ich habe dann mal in der Konfi reingeschmissen, ja Leute, wenn das so ist, dann gehen wir doch mal davon aus, dass die Jungs in der Zeit hin und her reisen können, weil wenn ich was heute haben will, dann muss ich in die Vergangenheit gehen, muss in der Gegenwart gucken, muss in der Zukunft gucken, um das Ergebnis zu haben, was ich heute haben möchte. Also so stelle ich mir Weltherrschaft vor. Es gibt wohl jemand, der kann in der Zeit, er kann zwar nicht die Zeit an sich beeinflussen, aber er kann durch geschickte Schachzüge innerhalb der Regierungen oder innerhalb der Menschheit kann er gewisse Entscheidungen auslösen, die dann zu dem gewünschten Ergebnis führen. Und wenn es halt mal schief geht, na mein Gott, dann gibt's halt mal einen Atomschlag, was weiß ich. Ja, na, ich nenne diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, mit der Zeit, man sagt ja auch Herr der Zeit, vielleicht schon mal gehört, Illuminati, die Erleuchteten. Und zwar ist deren drittes Auge geöffnet. Das heißt, sie können sind hellsichtig und können in die Zukunft schauen. Und darüber hinaus, hast du recht,
Die ewige Menschheit ist in der Lage, Zeitreisen zu machen. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, klar, es weiß es keiner, weil es kann ja nicht sein, dass 7 Milliarden Menschen in der Zeit reisen würden. Das wäre ein Chaos. Ne? Also macht man es so, dass die Menschheit praktisch verwaltet wird durch Blutlinien. So lässt sie sich einfacher verwalten. Warum? Weil es gibt, wenn es Liebe gibt, dann gibt es Liebe zwischen Mutter und Kind. Sodass die Verwaltung Familien aufgebürdet wurde, bei denen man weiß, dass sie sich nicht einfach umbringen würden. Zum Beispiel bei Organisationen, wo man sich nur Solarifari kennt und dann doch wieder ein Scharmützel starten würde, weil man mit dem nicht verwandt ist. Und deswegen sehen wir in der Welt auch lauter Blutlinien, die die Welt ziemlich im Griff haben. Ja, das meinte ich ja damit, aber wer über den steht und wer über den steht, das, ne? Nur weil jemand in die Zukunft sehen kann, heißt ja noch lange nicht, dass der auch seine Befehle irgendwo herbekommt. Also ich kann dir sagen, es gibt eine Hierarchie, die wurde ja auch da vom Adel und vom Klerus anschaulich gemacht. Ich habe es dir auch in der Wotan-Karte gezeigt, in der Edda. 1666 hat London gebrannt. Es wurde ein kabbalistischer Lebensbau angelegt, im Garten als allererstes. Und überhaupt, Gott, Teufel, die Dualität, Teile und Herrsche, ja, wurde auch angelegt unter der Ziffer 3. Also die Dreifaltigkeit ist dann entstanden. Die drei Weltreligionen, abrahamitischen Kargo-Kultes, sagst du dazu. Und ja, das, wer steht darüber? Also das sind Illuminati, welche in der Zeit reisen können, welche dematerialisieren können. Die können sich praktisch, die können mit dem Gedanken fliegen. Die wurden durch die Künstler unserer Jahrhunderte auch dargestellt als Engel, als Menschen mit Flügeln. Nicht, weil sie Flügel haben, in Fakt, sondern weil sie mit ihren Gedanken reisen können, wohin sie wollen und dort materialisieren. Einigen davon ist erlaubt, durch die Zeit zu gehen und Dinge zu richten. Aber wir sind Millionen. Sie können sich nicht um jeden kümmern und Kriege gibt's hier und da. Und darüber steht nur noch eine Vereinigung, würde ich sagen, zwischen den Welten. Es gibt ja nicht nur diese Erde, sondern das ist ja nur eine Dimension. Ne? In der Bibel spricht man von einem neuen Jerusalem. Damit ist nicht gemeint, dass auf diese Erde eine Stadt herniederfährt. Das ist ein bisschen plump ausgedrückt. Nein, die wollen einen komplett neuen Planeten in einer anderen Dimension schaffen. Und die Leute, die einfach verschwinden, ist ein Phänomen. Die werden einfach dematerialisiert und sind weg. Die sind in einer anderen Dimension. Und ich würde sagen, diese Planetengemeinschaft stünde über der Hierarchie Scheitans oder Set. Set ist ein Begriff für viele, der Hierarchie von Set. Ja, da gab es doch mal einen Film, der hat doch dieses Thema behandelt, dass es war irgendwann im Jahre 2038, da war ein Astronaut im Weltall unterwegs und wie der wieder zu sich kommt, ist er in so einer komischen Blase im Meer, kommt er zu sich. Und dann sieht er nur, wie so ein Wesen ihm irgendwie den Stab an Kopf hält und er hat dann so ein Film-Dings in seinem Kopf laufen und irgendwann stellt sich dann raus, dass dieser Planet, auf dem sie sind, dass das ein Backup-Planet ist. Dass die Erde gar nicht mehr existent ist und dass aus allen Epochen der Menschheit, da taucht Caesar auf, da taucht der Erfinder von Huckleberry Finn taucht auf, mir fällt jetzt gerade der Schriftsteller nicht ein. Also aus allen Zeiten, Epochen der Menschheit werden diese Menschen auf diesem Planeten wiedergeboren. Weil man zwar Scheiße gebaut hat mit der Erde, hat man in die Luft gejagt und man wollte aber die Menschheit retten. Und das macht man dann mit diesem Backup-Planeten, sage ich jetzt mal dazu. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es sowas wie einen Backup-Planeten für uns gibt. Also warum soll es den nicht geben? Ich muss dazu sagen, ich habe Kenntnis darüber, wie diese Erde geschaffen wurde. Warum habe ich Kenntnis darüber? Du
du musst dir die Menschheit vorstellen wie ein Wurm in der Zeit, im Zeitraumgefüge. Vorne, wo das Gehirn ist, da ist die ewige Menschheit und die einzelnen Jahrhunderte und Jahrtausende liegen im Wurm weiter hinten. Der muss mit seinen Gliedern praktisch immer nachgehen, was die derzeitige ewige Menschheit denkt. Das geschieht dann auch, ja. Und so wurde beschlossen von den anderen Planeten, dass eine Hölle zu gründen sei, welche dafür da ist, um den Leuten, den Seelen zu zeigen, was passiert denn, wenn sie leben wie in Las Vegas. Das heißt, wir haben hier auf der Erde die Freiheit, alles tun und lassen zu dürfen, was wir wollen. Müssen aber den Preis bezahlen, eben auf dieser Hölle zu leben. Und einzelne Seelen fliegen davon, andere werden wieder strafversetzt und kommen hierher. Die Verantwortlichen waren zwei Personen, die sich halt spektakuläre Namen gegeben haben. Aber es ist tatsächlich Fakt, dass diese Kinder ausgebildet werden als Baumeister von Planeten. Und das ist, wer weiß, wie lange das schon her ist, dass mir diese Erinnerung freigeschaltet ist, bin ich sehr dankbar. Aber es ist so, die Menschheit schafft Planeten durch Gedankenkraft, durch vereinigte Gedankenkraft. Und wir sind leider die Hölle. Jo. Ja, also das ist soweit mein Kenntnisstand. Es kann schon seit Jahrtausenden so gehen und wir leben auch länger. Das heißt, wir können gar nicht sterben. Wir sind Bewusstseine und deswegen wissen wir auch so wenig. Wir würden wahnsinnig werden, ganz ehrlich wahnsinnig werden, wenn du auf einmal alles wüsstest, was du erlebt hast als Bewusstsein. Ja, da kann ich ja von Glück sagen, dass es nicht so ist, ne? Ja, ich bin auch ganz froh. Ich musste das erstmal verdauen. Also ich hatte so um 2009 herum meine ersten, ich sag mal, erleuchtenden Erinnerungen an verschiedene Leben vorher. Und mir wurde auch schon gesagt, als was ich später wieder kommen werde. Mir wurde auch in Träumen, zum Teil in Visionen gesagt, dass ich bin immer, 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 wurde mir gesagt. Das muss man erstmal verdauen, ne? Ja, ja. Das heißt, wir haben den Auftrag, hier auf der Erde unser Paradies zu schaffen. Wenn seid fruchtbar, vermehrt euch und reizt mich nicht. Ja, aber das ist ja schon der Punkt. Das sind wir ja schon gleich beim Dritten Weltkrieg, bei der Bevölkerungsreduktion und bei dem Punkt, dass wir das Paradies schaffen sollen. Wie können wir es schaffen, dass es weder einen Krieg, einen Dritten Weltkrieg gibt, keine Bevölkerungsreduktion und dass wir praktisch ein Paradies auf Erden schaffen? Tja, da fragst du mich was, das kann ich dir auch nicht sagen. Naja, gut, wir arbeiten daran, würde ich sagen. Ne? Okay, Eli, willst du mir noch was sagen? Also das Wort Gott könnte von Gothe kommen, ne? Die Goten, die Juden, die Guten, ne? Und dann halt das Gegenteil, der Teufel, das Übel, hast du gesagt, war das, ne? Ja. Ja, wenn der Ursprung im Althochdeutschen liegt, also in der einen Sprache, die geherrscht haben soll, kann ich mir das schon vorstellen, dass da auch die Bezeichnungen für Gut und Böse herkommen. Und den Menschen damals den Mangel des mit Sicherheit nicht an den Wörtern was zu beschreiben, aber man kann das halt nur so oder man konnte es halt nur so beschreiben. Und hat dann halt daraufhin Gott für endlich. Ich weiß nicht, wie die das sich früher vorgestellt haben. Also mein Kenntnisstand ist, dass die Menschen der Frühzeit
So ähnlich wie die Japaner und Chinesen, die haben an ihre Vorfahren geglaubt, die glaubten zwar auch an einen Gott, aber der hat nicht so eine zentrale Rolle gespielt. Die haben eher die Vorfahren verehrt, die haben ja die Kultur und die Technik und alles gebracht, und die hat man eher verehrt wie den Gott, der sie erschaffen hat. Also so könnte man sich das hier in Europa vorstellen. Und irgendwann gab es dann die aufkeimende katholische Kirche, die dann mit aller Macht versucht hat, die Heiden zu bekämpfen. Und wie dann ein Herr Kolumbus nach Amerika kam und hat den Indios die Bibel vor die Nase gehalten, sind die in schallendes Gelächter ausgebrochen und haben gesagt, kennen wir schon. Ja, die kannten auch das Wort Halleluja, sind ja auch in schallendes Gelächter ausgebrochen. Man hat dann halt ja auf grausame Art und Weise das Volk ihrer Führung beraubt und hat dann halt im Namen der spanischen Krone irgendwo gesagt, so, das ist jetzt unser Land, nachdem ja der Herrscher, der das Land hatte, tot war und die Führungskaste tot war. Und das hat man dann das verkauft man den heutigen Überlebenden dann als ihre Geschichte und erzählt dann noch oder erfindet dann noch irgendwelche Opferkulte noch hinzu, die es aus meiner Sicht so nie gegeben haben kann. Was soll das für einen Sinn haben, einen Menschen im Herz rauszureißen? Vielleicht, wenn er eine Herz-OP gesehen hat bei einem Außerirdischen, mein Gott, das wird aber trotzdem. Und das verkauft man dann den Indios dort als ihre eigene Geschichte, blutrünstig und barbarisch, und ihr wart ja Heiden und ihr habt davon nichts eine Ahnung gehabt. Wenn man sich aber die ganzen alten Schriften der Mayas anguckt, ob das jetzt das Popol Vuh ist oder wie die nicht alle heißen, oder auch die Erzählungen der Spanier dazu, die ja gesehen haben, dass diese Mayas, Azteken und wie die nicht alle geheißen haben, eigentlich selber nennen sie sich ja Quiche, und Quiche heißt Deutsch, wenn man es richtig übersetzt oder übersetzen würde. Die haben gesehen, dass diese Barbaren und Wilden eine grobe deutsche Sprache sprechen, haben aber nicht registriert und geschalten, dass das Deutsch ist, in einem Urdialekt. Und ich finde es halt schade, dass das so den Menschen erzählt wird. Und die glauben, das ist halt der Glaube. Und du erzählst was, und ja, in der damaligen Zeit ist es halt so propagiert worden. Da kam dann der Priester und hat einem das Kreuz und das Buch vor die Nase gehalten und hat gesagt, das ist der Glaube, an den du zu glauben hast. Und wenn du nicht dran glaubst, kommst du in die Hölle. Ja, und vor lauter Angst hat dann der Indio gesagt, okay, dann schwöre ich halt meinem Glauben ab und trete der katholischen Kirche bei. Und die Beeinflussung sieht man ja bis heute noch, so würde ich behaupten. Ja, wir haben die drei abrahamitischen Religionen, und alle drei warten auf den Messias. Der wird aber nicht kommen, Valentin, der wird nicht kommen. Glaubt mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch wie, oder wenn es überhaupt ein Mensch war, also wenn man das Wort Jesus richtig übersetzt, heißt das Ihesomi oder Ihesome. Ich heiße mich, Ihesomi Christo, ich heiße mich den Gerüsteten. Daraus hat man dann einen Mensch, sorry, wenn da jetzt gottesfürchtige Menschen unter uns sind, es tut mir leid, euch da jetzt ein bisschen zu schütteln, aber aus einem Ihesomi Christo hat man dann einen Jesus Christus gemacht, und den hat man dann auch noch ans Kreuz genagelt, okay, der dann die Sünde der Menschheit von einem genommen hat, okay, mag es sein, dass wir was angestellt haben und irgendeiner musste einen Vertrag mit einem anderen schließen, ist auch alles okay, aber dieses Warten auf den Erlöser, seid mir nicht böse, da können diese drei Religionen noch in alle Ewigkeiten drauf warten. Ja, was ich noch sagen wollte, ist aber der Dajjal, der Antichrist, oder der Messias von den Juden, welcher er der Antichrist ist, der kann ein Mensch sein. Und den werden sie herbeiführen. Ja, dann müsste dieser Mensch erstmal durchs Universum die Erde finden mit seinem Bewusstsein, müsste hier inkarnieren können, müsste Unheil stiften, es müssten Anzeichen davon zu sehen sein. Klar, man kann die Bibel man kann ja die Bibel auslegen, wie man möchte. Man kann irgendwelche Zeichen dann sehen. Ja, jetzt ist er da. Und ich bin kein gottesfürchtiger Mensch mehr. Ich glaube daran nicht. Wenn es hier einen Schlag tut, dann tut es einen Schlag und dann gehen wir alle hops und dann wird hier das Experiment Mensch neu gefahren. Dann sind wir halt die achte oder neunte Generation Mensch, die hier dann hochgezüchtet wird. Die anderen sechs sind ja alle untergegangen, kann man im Mahabharata nachlesen, dass es ja schon sechs oder sieben Menschheiten gab. Und da wir aus meinen Erkenntnissen eigentlich nur ein Experiment Außerirdischer sind, die uns eigentlich nur beobachten wollen, wie verhalten wir uns, was passiert, wenn der eine dem anderen ein Atombömmchen auf den Kopf schmeißt,
ach, macht's halt gerade mal bumm, dann lass es halt mal bumm machen, sollen sie sich alle umbringen, machen meinen Planeten sauber, holen irgendwo her, holen wir wieder die DNA und fangen von vorne an. Und so ist das ja schon mehrfach geschehen. Und ich glaube nicht, dass da irgendwann mal irgendein Raumschiff hier andockt und dann, hallo, ich bin Jesus, ich bin wieder da. Also sorry, kannst einsteigen. Du bist tausende Jahre zu spät, meiner Meinung nach. Naja, also da mit den Außerirdischen, das ist halt so eine Sache. Wer weiß, ob da was rumkreucht und fleucht im Universum, ich kann es ja nicht ausschließen. Rein mathematisch ist es ja wahrscheinlich, dass da noch was rumläuft. Aber wie gesagt, über uns, sage ich mal, ist der Geist und nicht die Materie. Das heißt, sie brauchen, wenn jemand fähiger ist und mehr kann, dann kann der Gedanken lesen, dann kann der Zeit reisen, dann kann der das alles ohne Technik. Den braucht er nicht. Das sind die wahren Illuminati. Darf ich da einhaken? Da wird wahrscheinlich der Götterglaube oder der Götterkult draus entstanden sein. Ich sag, wie du schon vorhin richtig sagst, das Cargo-Kult draus. Wenn ich als, wie kann ich das beschreiben? Also lass es mal eine Menschheit sein, die so vor sich hin vegetiert, die ihre Kultur hat, die auch irgendwas erreicht hat in ihrem Leben. Und jetzt kommt da einer, der kann was, was du nicht kannst. Also als Mensch, der an vielleicht auch noch ein bisschen arbeitgläubig ist, wenn jetzt so ein Mensch kommt in einem Raumanzug oder keine Ahnung und stellt sich vor dir hin und macht und es steht auf einmal, keine Ahnung, Essen vor dir, weil der Typ im irgendeinen Schalter umgelegt hat und es hat was vor ihm materialisiert, klar, dann bist du ein Gott. Und so könnte ich mir das vorstellen, wie Götter entstanden sind. Nur weil du es nicht verstehst als einfacher Mensch, weil da ein Mensch vor dir oder ein Wesen vor dir steht, was kann, was du nicht kannst. Und das kann man ja dann als Cargo-Kult bezeichnen. Das hat man ja in den 1945er Jahren gesehen, wo die Amerikaner irgendwo im Pazifik einen Stützpunkt hatten. Nachdem die weg waren, haben die Eingeborenen angefangen, die Amerikaner zu kopieren. Und die warten heute noch darauf, dass ihre Götter wiederkommen. Und das ist jetzt nichts Altes, es ist was Modernes, Neues. Es ist gerade mal 70 Jahre her, wo die Amerikaner da auf diesem Atoll waren, haben dort einen Stützpunkt gehabt und die Eingeborenen haben angefangen, Wachtürme aus Bambus nachzubauen, die Flugzeuge aus Holz nachzubauen. Das ist dann ein Cargo-Kult und so entsteht halt ein Kult um einen Gott oder vermeintliche Götter. Ja gut, ich könnte mich ja dir sogar anschließen, wenn ich nicht wüsste, dass es diese Dinge gibt, wie Zeitreisen. Out-of-Body-Erlebnisse und Geist über Materie. Das weiß ich aber, dass es das gibt. Ich habe es ja selbst erlebt. Ja, möchte ich dazu anfügen. Ja, ich will dir das nicht abspenstig machen. Wenn du das erlebt hast, dann freu dich, dann hat man dich auserwählt, dann darfst du das halt in Erfahrung bringen und darfst das tun. Ich bestreite auch nicht, dass es Menschen, Wesen, Aliens, egal was es ist, mit solchen Fähigkeiten gibt, die auch durch die Zeit reisen können, die auch per Gedankenkraft irgendwo hinreisen können, die können, was weiß ich, Milliarden Lichtjahre weg sein und denken nur noch und sind hier und materialisieren hier. Ein gutes Beispiel dafür ist, wer das Buch kennt, ist vom Däniken Tommy und der Planet der Lügen. Dort wird eigentlich ganz anschaulich geschildert, wie dieses Wesen, das eigentlich eine reine Energieform ist, das beschreibt so ein bisschen, wie das zu uns kommt, wie es entsteht oder wie diese Wesen hierher kommen können und. Also so in die Richtung, ne? Aha. Ja. Na gut, möchte noch jemand zu uns stoßen ins Gespräch? Dann geht bitte in Warten. Ja, Eli, was würdest du sagen? Wollen wir langsam abbrechen? Ja, wenn du das so siehst, ne? Ja, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel ein. Ich wollte nur klarstellen, Gott und Teufel sind zwei Worte. Der Geist, der mächtige Geist, hat überhaupt keine Bezeichnung. Ein Geistwesen, das materialisiert und sich einen Namen geben lässt, ist bereits in der Materie gefangen. Daher kommt ja auch das mit dem Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße.
die Macht geht flöten. Wenn du einem festen Ding einen Namen gibst, ist es schon passiert. So hat Gott überhaupt keinen Namen. Und Teufel und Gott sind halt Projektionen der Dualität für Teile und Herrsche, um in dieser Welt voranzukommen. So einfach ist das. Ja. Okay, gut. Eli, dein letztes Wort gebe ich dir und dann, ja, bis gleich. Ne? Jo, letztes Wort. Ja, wenn ich das letzte Wort habe, was fällt mir als letztes Wort spontan ein? Also da fällt mir eigentlich nur immer wieder dieses schöne Zitat ein von einem deutschen Dichter, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Der hat mal geschrieben, noch sitzt ihr da oben, vom Feinde bezahlt. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet euch Gott, dann gnadet euch Gott. Also das sind so die Dinge, die mir dabei immer wieder einfallen, weil irgendwann gibt's halt einen Schlag und dann fängt alles von vorne an. Irgendwann ist Geld wertlos, irgendwann sind, Genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, Eli, dein Blog nennt sich tekuteli.wordpress.com. Meine Wenigkeit macht Sendung auf krecker.info mit C geschrieben, alle jeden Dienstag um 20 Uhr. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und zwar kommt da Peter aus Facebook, ein sehr interessanter Hobbyphilosoph, und gehabt euch wohl. Eine Sache hätte ich vielleicht noch zum Schluss, ganz zum Schluss. Also mir ist es relativ egal, was man über mich denkt oder wie man über mich denkt oder ob meine Aussagen stimmen oder nicht. Mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man seinen Denkapparat einschaltet, seine Verarbeitung, die man bekommen hat, zum EVA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, und selber anfängt zu recherchieren, Themen, die einen interessieren. Leute, geht ins Netz, guckt in die Bücher vor 45, die Infos sind alle da, sie müssen nur abgerufen werden. Schaltet den Fernseher aus, dieses Mainstream-Gebluppere, schaltet den Radio aus, das ist auch Mainstream-Gebluppere, macht euch den Kopf frei, geht von mir aus auch über Google, was von NSA ist, scheiß doch drauf, ob die das wissen, die wissen doch eh, mit was für eine Dusche ich, Seife ich mich dusche. Aber gebraucht euer Hirn, schaltet euer Hirn ein, meditiert, versucht zu den Sphären, was auch immer, wieder Kontakt aufzunehmen, und ihr könnt irgendwann vielleicht mal hoch erhobenen Hauptes den Stinkefinger zeigen und sagen, so, lieber Gott, du kannst mich, oder wem das dann auch immer gelten soll. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Okay, danke und tschüss. Tschüss.